Ja, Thomas fängt an. Ja, ja, herzlich willkommen hier für das kurze Interview. Wolfgang Koltermann hat uns die Handschlaggruppe heute durch Amelinghausen geführt. Das war ganz beeindruckend. Fotos und Mitschnitte wird es geben. Wolfgang, warum machst du das Ganze? Grundsätzlich mache ich das, weil es mir Freude macht. Ich habe euer Handschlaggipfel ja zweimal besucht und war davon sehr begeistert und bin ganz stolz, dass ich heute hier die Führung machen darf und so tolle Leute kennengelernt habe, die mit so viel Enthusiasmus dabei gewesen sind, dass ich mich freue, dass mir das gelungen ist, euch heute diese schöne Gegend hier rund um Amelinghausen zeigen zu dürfen. Kann ich nur bestätigen. Wie gesagt, ich wohne ja hier mittlerweile auch. Das ist eine tolle Gegend, die Lüneburger Heide insgesamt. Wolfgang, du bietest das auch für andere Gruppen an. Und auf welche Seite geht man dann? Dann geht man gerne auf radlust-wanderlust.de. Da habe ich einige Vorschläge über die Wanderungen, die ich anbiete. Außerdem biete ich auch Radtouren an und sogar Busbegleitungen und gerne auch für Gruppen aus Betrieben, die zusammenkommen oder ein Kegelverein und stelle mich darauf ein, was für Wünsche diese jeweiligen Gruppen haben und führe rund um die Lüneburger Heide und mitten durch die Lüneburger Heide. Ja, und das war heute eine Aktivität, das vierte Mal Heidewanderung von unserer Handschlaggipfelgruppe. Wir treffen uns in aller Regel jeden zweiten Freitag eines Monats im Centerpark Bispinger Heide im Business Center. Freuen uns auf eure Teilnahme und ja, vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Gemacht. Tschüss.